Der Mittwoch beginnt in der Region kühl. Bei einer Temperatur von 3 Grad kann sich die Sonne am Vormittag nicht durchsetzen. Gegen Mittag wird es stürmisch. Neben leichten Schauern kann es bei Werten von bis zu 12 Grad auch zu Sturmböen mit über 70 km/h kommen. Der Sturm hält sich bis in den Abend hinein. In der Nacht hört der Regen auf, dennoch sind weiterhin Böen zu erwarten. Es bleibt mild bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Auch in den Tagen darauf bleibt es stürmisch. Neben einem fast durchgehend bedeckten Himmel sind auch weiterhin Sturmböen und gelegentliche Regenschauer zu erwarten. Dabei bleibt es mild, das Thermometer bewegt sich am Donnerstag und am Freitag zwischen 8 und 12 Grad. Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage etwas, dennoch ist der Himmel tagsüber wolkenverhangen. Es kühlt auf bis zu 3 Grad ab.